So, es nimmt auf. Bereit, Hannes? Ja, ja, immer noch. Komm, los! Was muss, das muss! Was muss, das muss! Ja, geil! Ja, komm, das war doch perfekt. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und eigentlich ist Dienstag, hoffe ich. Ich war im Zwiespalt, mache ich ein Max Out Monday Video am Montag und maxe ein paar Pokémon. Aber das Go-Fest war ja am Wochenende, deswegen habe ich gedacht, machen wir die Auswertung vom Go-Fest. Und weil Hannes und Ismo natürlich noch da sind, die sind bis Sonntag noch da, ist der ganze Terminplan für die Woche ein bisschen umstrukturiert. Deshalb bereiten wir jetzt am Montag direkt nach dem Faxe-Tasting, ja, ihr habt richtig gehört, das Faxe-Tasting, das Video kommt auch irgendwann, bereiten wir nach dem Faxe-Tasting ein Video für Dienstag vor. Wir sitzen hier im Schlosspark. Ich drehe das mal kurz rum, das müsst ihr euch mal angucken. Hier ist das Handy, das nehme ich gleich in die Hand. Hier ist die Luise im Schlosspark. Da ist der Luis im Schlosspark, ne? Grüße euch. Hannes, guckt euch den an, wie gut er sich fühlt. Guckt euch den Ismo an, der steht auch da rum. Und wir sind vorhin durch die Stadt und dann haben wir uns einfach diesen Karton geangelt, haben den mit in den Stadtpark genommen, haben Faxe getrunken, das normale 5-0 und das 10%ige. Ich weiß nicht, kennt ihr Faxe nicht, vielleicht lernt ihr Faxe kennen. Diese 5% Dosen sind auf jeden Fall in der Collector's Edition. Da sind so besondere Bilder drauf, das seht ihr dann alles. Das andere, das schwarze mit 10%, ist eine feine Sache. Welches besser geschmeckt hat, welches besser gemundet hat, seht ihr im Faxe-Tasting-Video. Jetzt... Ich hab die Faxe-Dicke. ...möchten wir ein kleines Push-Up-Video produzieren, denn ich habe ewig gebraucht und gesammelt und gewartet und Buddy penetriert. Voltenso war schon Best Buddy die ganze Zeit, aber ich musste ewig mit Voltenso weiter rumhantieren, laufen, Bonbons farmen, damit ich die XL-Bonbons für Voltenso zusammen habe. Denn ich möchte alle Mega-Entwicklungen auf Level 50 pushen. Dazu gehen wir hier in den Beutel rein. Wir drücken hier mal Mega. Wir sortieren das mal nach Pokédex und sehen hier als erstes, wir haben hier Bisasflor. Wir machen hier Power-Ups. Wir gehen einmal hier rüber, dass wir das gleich machen, geben 208 XL-Bonbons aus, um das auf 3075 zu pushen. Das ist jetzt ein Level 50er Bisasflor mit 100%. Und das haben wir natürlich schon zu Best Buddy gemacht. Wir haben es auch schon mal entwickelt. Und damit ihr seht, wie hoch das am Ende kommt, entwickeln wir das jetzt nochmal. Denn jede Entwicklung zu einem Mega-Pokémon zählt ja für eure Medaille dazu. Da gibt es ja die für diese 48 verschiedenen Variationen. Es gibt aber auch das für, wenn ihr 500 oder 1000, ich weiß es gerade gar nicht, Mega-Entwicklungen insgesamt macht, auch von denselben. 4181, dieses Mega-Bisasflor. Ismo! Guck mal! Wir wollen deinen Stream nicht stören jetzt hier. 4181 Mega Bisasflor auf Level 50. Ja. Ist das nicht krass, ja? Das ist gerade entwickelt jetzt. Ja, klar. So. Als nächstes nehmen wir das Glurak. Glurak auch Power-Up auf Level 50. Da haben wir beim normalen Glurak 3266. Dann, weil es ein 100er ist und Best Buddy, machen wir auch wieder die Mega-Entwicklung. Jetzt seht ihr hier schon, ihr könnt das zum Glurak X machen. Dann hat das 4353. Wir machen es aber zum Mega Glurak Y. Und Ismo, ich bitte dich nochmal, guck dir das an. Dann zeig halt mal, was du bist da immer gespannt für diese großen, ich bin für fetten den Sachen. Den machen wir. Guck dir die WP an. 4000, zieh dir das rein. 5000, okay. 5037 WP. Gibt so eins mit 6000. Das ist Mega Glurak Y auf Level 50 mit 100%. Weiter geht's mit Ismos Freund, dem Turtok. Ja, ja, jetzt. Morgen ist sowieso die Zeit mit Turtok. Ziehen wir auch wieder hoch. Weißt du das, dass ich auf das cool finde? Level 50. Na komm, dann lass mich mal zugucken. Ist was da auch passiert. Ein 100%iges, aber sogar ein 100%iges Shiny mit Sonnenbrille. Das werden wir jetzt auch mega entwickeln. Und Turtok, das verliert jetzt seine Sonnenbrille. Warum? Das ist Best Buddy, das ist 100%, das hat eine Sonnenbrille auf. Zack, Sonnenbrille weg, aber ein grüner Panzer.
Level 50, 100% Mega Tour Talk mit Aqua Haubitze Siederjahrtage 4455. Okay. Ja, der ist wohl, der dreht immer gerne die Pokémon. Das und ist verdammt selten. Drückt dann da hinten drauf. Als nächstes haben wir Mega Bieber, da fehlt nicht mehr so viel. Das sind hier 80. Muss ich erstmal einen Hieb nochmal nehmen jetzt. 80, die dann noch weggehen, ist auch ein 100%iges. Ist auch Best Buddy, das ist also auch ein Ziel, nicht nur alle Mega-Entwicklungen auf Level 50 zu pushen, nicht nur alle als 100%ige zu haben, sondern auch alle als Best Buddy zu machen. Das Mega Bibor kommt auf 3800. Ist aber egal, machen wir weg und gehen direkt weiter zu Taubos. Push mal hier auch ein bisschen. Auf 2407 ist auch Best Buddy, ist auch 100%. Macht auch die Mega-Entwicklung zu Mega Taubos. Und wer die einzelnen Folgen damals gesehen hat, ich habe ja immer ein männliches 100er entwickelt und ein weibliches Shiny, einfach so, dass im Megadex alles eingetragen ist. Mega Taubos 4160. Sehr geil. Hast du noch 100, oder? Das Turnten ist wohl jetzt nicht so an, aber wir kommen zu Mega Lamus. Mega Lamus ist leider schon auf Level 50. Wir können trotzdem die Mega-Entwicklung machen, extra nur fürs Video. Mega Lamus kommt auch auf, ich hab's schon wieder vergessen, 4000, kennst du, hast du den schon mal entwickelt oder gesehen? Hier, das sieht aus wie ein Schillerlockenhörnchen. 4245, der hängt dann da drin und dann zappelt er so rum. Ah, der wurde aufgefressen. Der ist dann in die Steckdose gefasst worden, guck. Ah, Donnerschock. Haben wir auch hier am Start, Mega Gengar. Das ist auf jeden Fall genial. Der ist auch schon auf Level 50. Den entwickeln wir auch. Mega. Ist auch 100%. Ist auch Best Buddy. Ich liebe das. Kommt jetzt als Mega Gengar raus. Übelst brutal. Ist wohl, das ist doch fett, oder? Guck dir das an. Das sieht ja aber krass aus. Der hat einen Pickel an der Stirn, ne? Wenn du drauf drückst, macht er diesen. Aber der yeah. Ist irgendwie noch mit so komischen Flecken. 4902. Mega Gyarados ist auch schon Level 50. Wir entwickeln einfach nochmal direkt durch. 20.000 Bonbons, das geht bei dem ab. Hast du die WP gesehen? 5.300. Als ob. Ist echt? Das Größte? Ich habe gar nicht drauf geachtet. 5.332 auf Level 50 mit 100%. Und es ist ein Shiny. Oha. Und es ist Best Buddy. Und es hat 100%. Es geht ab. 5.332. Beziehungsweise, wenn ich den jetzt noch als Buddy anlegen würde, hätte er noch den Best Buddy Boost und würde noch höher kommen von den WP. Dann haben wir hier Meganie. Das ist nix, das ist auch nix, das ist auch nix. Hier, Mega, wie heißt das Teil eigentlich? Wir geben erstmal ein... Voltilam. Nein. Voltolos. Nee. Doch, Voltilam. Nee. Nein, Voltolos ist das andere Viecher. Ihr seht, wie bescheuert wir sind. Das ist auf jeden Fall jetzt 100%. Das kennt man ja auch nicht. Da kennt ja nur die ersten. Ampharos. Jetzt haben wir... Ja, genau. 100%. Ja, Level 50. Best Buddy. Und jetzt noch als Mega-Entwicklung ist auch ein guter, eigentlich ist es Elektroangreifer. Eigentlich ist es ein schlechter Elektroangreifer. Als Mega-Ampharos. Du bist genau da, wo der Stream ist. Der ist genau da. Du musst doch die andere Seite. Guck mal, als Mega-Ampharos kannst du das ja eigentlich als Drachenangreifer nehmen. Weil das ist dann Typ Drache und hat auch Drachenpuls. Das ist ja auch schon fast 5000. 4799. Das ist auf jeden Fall auch krass. Mega-Hundemon. Freue ich mich auch drauf. Mega-Hundemon wird oft unterschätzt. Ist auch. 100% ist auch Level 50 jetzt, ist auch Best Buddy, kommt auch auf 4.344, da ist der Ispo schon enttäuscht und sagt, der hat gar keine 6.000, so wie die anderen. Oh, mein Bein juckt, ich glaube, ich dreh gleich durch. Hast du einen der 6.000? Guck, wie der aussieht, ach, ist der nicht süß. Der Benny würde jetzt sagen, mach mal überall noch eine zweite Attacke drauf. Dann haben wir hier, an dem habe ich ewig rumgesessen, das Voltenso, dass ich da die Bonbons zusammenkriege. Du findest nirgendwo Fritzelblitz oder sonst was. Hast du davon 100 da? Ja, 100%, Mega. Level 50. Buddy. Und Best Buddy. 100, ja. Wird auch wieder, aber der sieht richtig scheiße aus, ja, oder? Guck dir das doch mal an. Doch, der hat ja gelbe Haare. Was ist das denn? Das sieht aus wie der Ismo, bevor er beim Friseur war. Guck ja, mal. Genau.
Fuchse! Genau, so sieht er ist. 4048 ist auch nicht so krass, aber der hat am längsten gedauert, da die XL-Bonbons zusammenzukriegen. Dann haben wir noch Mega Altaria, den müssen wir einfach schnell durchentwickeln, weil der hatte erst den Z-Day, da war es natürlich einfach, die XL-Bonbons zusammenzukriegen. Da habe ich auch den direkt auf Level 50 schon entwickelt. Wie sieht denn der aus? Der sieht jetzt aus wie eine... Von einer Wolke geflogen. Wie so ein Wollknoll. Abgase, guck. Piekser und Mondgewalt. Guck mal von hinten. Laumers Käsekuchen. Da guckt man ja gar nicht mehr durch. Mach's auf. Zwei Stück haben wir noch. Wir haben noch hier Mega Schlappohr. Ist auch schon auf Level 50, so wie es aussieht. Guck mal, der tanzt im Stripclub nachts an der Stange und hier... Das hab ich nicht oh, gemacht. Meine Hose hat Löcher, seht mich an. Vorher. Mega Schlappohr, 4200. Klapp-Hyperstrahl, kann aber auch Kampfmoves. Aber guck dir die Leggings an, Alter, und wie es die Haare nach hinten wirft. Leggings! Von ja, von hinten, der ist so... Der guckt wieder auf den Bobs. Und... Der ist cool, den feier ich. Er kommt an mit seinem Mewtwo als Eisangreifer. Ich sag, gönn dir Mega Rex Blizzard. Ja. 100% Best Buddy, Level 50, Mega Rex Blizzard. Der sieht aber cool aus. Das ist auf jeden Fall eine Maschine. Der ist sehr nice. Gönn dir den mit dem Aufkleber am Kopf. Den würde ich auch mitnehmen. Ah! Jetzt drück mal drauf. Bieser Floor. Na, das ist nicht unbedingt, aber trotzdem. Hier, guck. Der hat 4 Eiskristalle. Und der Bob ist und vor allem ist der Eis und Pflanze. Also er besiegt sich selbst, wenn er einfach nur existiert. Weil Eis ist effektiv gegen Pflanze. Das heißt, er macht sich kaputt, macht nichts. Den lassen wir jetzt so drin. Oder nee, warte mal, ich glaube von... Ihr von Bieber habe ich immer am meisten. Ich versuche, ihr wisst, das Maximum an Mega-Energie, was ihr auf der Hand tragen könnt, ist 2000. Sobald ihr seht, ihr seid irgendwo auf 2000, entwickelt das ruhig. Auch wenn ihr nichts damit macht, hier Mega Bibo auch, 1980. Da mache ich jetzt die Mega-Entwicklung und lasse den einfach so. Ich mache eigentlich immer so, dass ich 1500 Energie habe. Wenn ich drüber habe, entwickle ich einfach, weil ich durch irgendwelches Fangen und Aufgaben und sonst was immer wieder Mega-Energie dazu kriege. Und so, so könnt ihr eure Medaille pushen, indem ihr die immer alle rauswühlt. Ja, ist eins, es jetzt weg? 1,7, 1,5, 1,4, 1,9. Ist es weg? Wieso ist es denn weg? Hier ist es doch. Guck. Du kannst immer plus 1 haben. Ja, da ist es doch. Der Turtok ist jetzt weg, oder was? Ja, wenn ich es jetzt entwickle, ist es wieder da. Du, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Rage-Stunde habt oder so und ihr seht, okay, da ist jetzt hier, da ist ein Pflanzen-Pokémon im Raid, dann nehmt ihr Mega Rex Blizzard, macht die Mega-Entwicklung und könnt die ganze Rage-Stunde über mit diesem Mega Eisangreifer angreifen. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen rum mega entwickeln, dass ich überall 1,5 habe, weil ich gesehen habe, hier bei dem, der hat auch schon wieder 1,7. Wenn ich da nicht drauf achte, ist der bei 2 und kriegt keine Mega-Energie mehr dazu. Deshalb ist es wichtig, die immer mal zu verbrauchen, indem ihr entwickelt. Das pusht die Medaille. Wem Medaillen egal sind, der kann einfach überall die 2 voll haben und nichts machen. Aber ich möchte das so. Das sind auf jeden Fall alle Mega-Entwicklungen, die momentan im Spiel sind. Es gibt bisher noch keine. Das Video ist brandaktuell. Alle auf Level 50, alle mit 100%. Die meisten davon auch als Best Buddies. Die noch nicht Best Buddy sind, werden noch zu Best Buddy. Was habt ihr für Ziele in Pokémon Go? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir werden jetzt noch ein Foxy Tasting machen. Also würde ich sagen... Trink erstmal einen Hieb von deinem Bier. Peace out, Vorhaut. Euer Faxe. Genau. Euer Ramses, euer Iswo, euer Hannes. Habt eine gute Zeit. Genießt einfach eure Zeit, die ihr habt mit euren Freunden, sonst was. Auch wenn ihr die selten seht, so wie ich, oder gar keine habt. Außer die zweite. Und den Mons. Und noch, ach, keine Ahnung. Ach, es sind so viele, man kann sie gar nicht alle aufzählen. Prost. Das ist die beste Zeit. Immer dabei. Die beste Zeit mit euren Freunden. Immer dabei. Immer. Luise. So, das war's jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, vor Ort. Euer Ramses. Freust du dich jetzt, ja? Das war ein fettes Das waren die Spessel-Effekte.